Dünner wird die Luft auch für Leute, die heute noch von Kernkraft als Energiequelle überzeugt sind. Alle reden vom Atomausstieg, zumindest seit dem Reaktorunglück von Fukushima 2011. Ein Mann wurde aber schon zum Trendsetter, da war die Energiewende noch überhaupt kein Thema. Christian Stahl ist ein Macher. Er nimmt Dinge schon immer am liebsten selbst in die Hand. Über 30 Jahre ist es jetzt her, dass der Industriemeister damit angefangen hat, sein Haus auf erneuerbare Energien umzustellen. Und wie er das schafft, das hat sich Julia Gurohl einmal angeschaut. Sein Motto: Do it yourself. Kaum ein Tag, an dem Christian Stahl nicht an seinem Haus tüftelt. 1981, als die Energiewende für die meisten noch ein Fremdwort war, baute er eine neue Heizung ein, isolierte die Wände, dämmte die Decke. Der Grund: zu hohe Energiekosten. Es war im Endeffekt zuerst mal, oho, ein Aha-Effekt, was überhaupt auf den Einzelnen zukommt in dem Moment, wenn man da so etwas erstellt hat. Man hat das so auf Anfang so gar nicht mitgerechnet, dass es halt so gravierend werden könnte. Aber dann begann dann auch die Gedanke, im Endeffekt, wie kommt man von diesen hohen Summen runter? Dass der Umbau sich bezahlt macht, zeigt sich schon beim Heizen. Über 2000 Liter Heizöl pro Jahr spart die Familie mit der neuen Heizung. Die reguliert Stahl mittlerweile mit ein paar Handgriffen. Alles Routine, meint er, und zeigt stolz Karteikarten aus den 80ern. Verbrauchszahlen und Literangaben, so funktioniert Energiesparen in Eigenregie. Martin Schindler ist Energieberater und nimmt heute Stahls Haus genau unter die Lupe. Er ist beeindruckt von der Professionalität des Heimwerkers. Das, was wir hier sehen beim Herrn Stahl, das ist natürlich schon Premium. Das Problem ist, dass wenn die Maßnahmen nicht richtig aufeinander abgestimmt sind, dass unter Umständen in der Folge bauphysikalische Probleme auftreten können, die dann zu Bauschäden führen, die nicht unerheblich sind. Bei Christian Stahl hat auch ohne professionelle Hilfe alles geklappt. Und jedes gesparte Kilowatt schont auch seinen Geldbeutel. Um den Überblick zu halten, trägt der Heimwerker alle Daten in ein Energiesparkonto ein. So dokumentiert er seine private Energiewende. Strom, Heizöl, Wasser und Gas. Alles wird akribisch festgehalten. Die Bilanz, sie stimmt. 76% Energie spart Stahl pro Jahr, allein 15% durch die Fassadendämmung. Eine vierköpfige Familie könnte so 1200 Euro sparen. Für die Politik hat der Rentner dagegen wenig Verständnis. Bevor das sich im Endeffekt die Politiker über dieses ganze Thema heiß herreden, im Endeffekt dann so mal lieber solche Sachen auch mal zeigen, wie sowas aussehen kann und da wo man auch mal praktisch handwerklich etwas erfassen kann. Als nächstes plant der Heimwerker eine Solaranlage. Denn noch ist sie nicht zu Ende, seine kleine Energiewende mitten in Köln.